und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir nutzen heute die Zeit, die wir haben, um euch zu dem Thema Home-Server und das Thema auch des Updates, das ein bisschen euch zu erläutern und nahe zu bringen. Also wir nutzen jetzt wirklich die Zwischenzeit, die wir haben. Und wir haben jetzt mal hier einen Home-Server mitgebracht. Das ist hier der Gira oder Feller Home-Server. Dieses kleine Kästchen ist bei euch im Technikraum untergebracht und das steuert das ganze Haus. Also man kann sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen. Dieses Gerät in der Größe steuert die gesamte Haustechnik. Das ist also die Heizung, die Lüftung, die Beleuchtung, die Sicherheit. Und der Home-Server, ihr müsst euch vorstellen, das ist der meistverkaufteste, ja, also der meistverkaufteste Server im Neubau zur Steuerung von KNX-Häusern, muss man sagen. Also Häuser, die echte Smart Homes sind, die auf einer schönen integrierten Infrastruktur basieren. Ja, und da gab es jetzt ein Update. Und das ist der Home-Server 4 noch. Michael, bist du überhaupt da heute? Oh Frank, jetzt schon los. Ich war hier gerade noch in der App vom Home-Server. Entschuldigung. Du, in der App? Ja. Also dieses Gerät könnt ihr quasi über eine einzige App könnt ihr zugreifen. Ja, genau. So, und jetzt, Michael, jetzt habe ich mich gefragt. Ich habe jetzt den Home-Server 4. Jetzt gibt es das Update 4.7. Ja, genau. Was passiert denn da? Also das Update 4.7 bringt eigentlich viele Neuerungen. Großteil geht in Richtung Sicherheit. Das heißt, die Kommunikation zwischen App und Home-Server ist verschlüsselt. Die Programmierung vom Home-Server ist verschlüsselt. Zwischen hier und hier, die ist die Verbindung verschlüsselt? Es ist die Möglichkeit, Benutzerwechsel vom Bus aus, vom KNX aus zu lösen. Also es sind eine ganze Hand oder ja, viele Neuigkeiten eigentlich, die Programmierung und die Bedienung so ein bisschen erleichtern. Und der große Hintergrund ist eigentlich die Sicherheit noch weiter zu erhöhen im Smart Home. Das ist ja von euch auch oft immer so, kam das Argument. Und dank der negativen Presseberichterstattung muss man echt sagen, dass wenn das Smart Home gehackt wird, das ist jetzt, Michael, das Thema ist vorbei. Ne? Genau, also das ist wirklich eine komplette Verschlüsselung, wie man sie von Online-Banking oder von sonstigen Anwendungen, die es schon gibt, kennt. Und das haben sie jetzt eben im Home-Server mit dem Update 4.7 nachgereicht. Und durch das haben sie auch ein bisschen die Systemarchitektur intern umbauen müssen. Deswegen hat es jetzt da auch ja, seit längerem eigentlich kein großes Update mehr gegeben, sage ich mal. Jetzt haben viele drauf gewartet auf das Update, ne? Jetzt werden aber auch eine ganze Reihe von Leuten enttäuscht sein, oder? Home-Server 3 ist vorbei. Du sprichst was an, genau. Also das Problem ist eigentlich, aufgrund der tiefen Neuigkeiten und so, was auch der Umbau von der Software, also ist ja, du hast schon gesagt, ein Heimcomputer, der für die Steuerung von dem Gebäude zuständig ist. Man muss sagen, von solchen Häusern, wo wir jetzt gerade in der Umgebung sind, es können auch größere Häuser sein, ne? Also da macht der Home-Server Sinn. Genau. Was hat, also 4.6 läuft noch auf den, für euch zur Information, muss man echt jetzt mal sagen, 4.6 läuft noch auf Home-Server 2, 3? Ja, nee, ist auch nicht ganz. Also 4.6 ist eigentlich nur ein Update von der Home-Server-Firmware. Da hat sich was vom Mainboard geändert und deswegen ist das Update 4.6 gekommen. Da hat sich vom Funktionsumfang hat sich da eigentlich gar nichts geändert gehabt. Die letzte große Version, sage ich mal, war die 4.5. Die läuft auf den alten Home-Server-Generationen, Facility-Server, natürlich adäquat auch. Und die neue 4.7 läuft eben leider nur noch auf dem Home-Server 4. Gibt es da nicht Tricks, dass man das auf dem Home-Server 3 auch laufen lassen kann? Das wird sich zeigen, aber eventuell, sage ich mal, kann man in Richtung Sicherheit, wenn man sich den Augenmerk ein bisschen überlegt, man hat ja auch mehr Leistung, muss man mal gucken, ob es vielleicht beim einen oder anderen Sinn macht. Wenn er das benötigt, das muss man ja immer ein bisschen unterscheiden, da wollen wir auch noch einen Beitrag machen zum Thema Sicherheit. Ich sage mal, das Heimnetz, wenn man vernünftig aufbaut, ist ja eigentlich eine sichere Umgebung. Es ist halt immer schwierig, wenn man dann eben von außen drauf zugreifen will, auf das Heim, ob Fernwartung oder Bedienung von unterwegs aus dem Urlaub, die Heizung nachregeln.
sollte man vielleicht auch nochmal einen Beitrag dazu machen. Fernzugriff ist für euch. Genau. Also wie ihr seht, wir haben immer wieder neue Punkte, die wir jetzt euch nahe bringen wollen. Und Gira Home Server, weit verbreitet. Das sind ja, ich glaube, so an die 10.000 Stück verkauft worden. Ja, ne? Mittlerweile. Also es sind ziemlich viele von im Einsatz in Deutschland, in der Schweiz. In der Schweiz, wo wir jetzt gerade sind, da heißt das Gerät Feller Home Server. Genau. Also das ist trotzdem hardware-technisch das Gleiche. Und ja, es war ja jahrelang der Geheimtipp, muss man sagen. Also wie du schon gesagt gehabt hast, er dient eigentlich der Steuerung von einem vernetzten Gebäude. Das heißt, wir können da Logikfunktionen hinterlegen. Das heißt, bei Dämmerung die Rollläden zumachen. Mhm. Und das kann auch theoretisch die Wetterstation auch schon. Und kann dann eben nur über eine App oder über ein Display in der Wand kann man auf die Logikfunktionen einwirken. Das heißt, wenn ich jetzt einzelne Rollläden bei Dämmerung nicht runterfahren will, weil der Gartenstuhl davor steht oder so, dann kann man so komplexe Logikfunktionen, kann man eben in so einem Home-Server, gibt ja mehrere Geräte, kann man das da realisieren. Oder kann auch Zähler realisieren, wie viele Lichter sind eingeschalten. Energiemanagement. Halt Energiemanagement, genau. Ich kann zählen, was geht an Strom rein, was geht raus. Genau. Also ich habe das schon vor 10 Jahren bei mir privat mit dem Home-Server gelöst gehabt, dass ich halt messen kann, wie viel die Photovoltaik an Energie in Kilowattstunden in Cent rein und rauslässt. Ne, rauslässt sie nicht, aber genau. Und das Nächste ist eigentlich, man kann mit dem Gerät solche Messdaten dann archivieren, kann die Listen speichern, kann die dann zur Auswertung verwenden, kann die Daten per E-Mail verschicken, kann auch Störungsmeldungen nach außen weitergeben, Telefon, SMS, Push, E-Mail. Kamera, Michael. Genau, das ist... Kamerabilder. Wir haben ja so einen kleinen Kameraserver hier drauf. Ne? Ja, genau. Also ihr könnt natürlich auch die Kamerabilder, kommt als nächsten Beitrag auch, wenn ihr in Außenbereichen sehen wollt, was da gerade passiert. Ist auch ganz nett gemacht bei dem Home-Server. Also bei dem, kommen wir jetzt gleich nochmal dazu, bei dem Quad-Client und bei der freien Visu ist es halt so, dass ich Kamerabilder einbinden kann. Und ihr habt das natürlich dann auf jedem Gerät. In einer Oberfläche, genau, und an jedem Gerät abrufbar. Und das Schöne ist jetzt eigentlich, man hat auch Benutzerverwaltung. Das heißt, man kann auch dann bestimmte Bereiche nur bestimmte Personen zugänglich machen. Das gab es doch früher schon. Das gab es früher schon. Genau, weil das hat ja jetzt, was ist denn jetzt vielleicht nochmal für unsere Zuschauer, was ist denn alles neu bei dem Update 4.7? Wir haben die Sicherheit jetzt, wir haben Verschlüsselung. Also es hat sich im Hintergrund, hat sich eigentlich viel geändert. In der Oberfläche merkt man es eigentlich nur dran, unten am Quad-Client, das ganz unten der Menüleiste. Die kann man jetzt konfigurieren. Das waren früher Buttons, die waren fest definiert, die kann man jetzt anpassen. Dann ist es jetzt möglich, eben vom Bus aus oder wo auch immer den Benutzer zum Wechsel. Das heißt, wenn ich jetzt theoretisch mit dem Zutrittssystem reinkomme, kann ich gleich automatisch die Berechtigungsstufe anwählen an einem fest installierten Panel. Mhm. Ist auch gerade in öffentliche Bereiche ganz interessant, wenn das Display öffentlich zugänglich ist. Ist vielleicht auch dem geschuldet, dass der Home-Server ja sehr oft auch im Gewerbebereich, ne? Gewerbebauten zum Einsatz kommt. Es wird halt überall in größere Anlagen, sage ich mal, verwendet, wenn man mit den Standardfunktionen vom KNX nicht mehr weiterkommt. Mhm. Das heißt, Visualisierung brauche ich irgendwas, komplexe Logikfunktionen. Klar gibt es auch Logikbausteine, aber irgendwann summiert sich das Ganze in zig Geräte. Man braucht ja auch den Platz dann im Schaltschrank. Oft ist dann auch sinnvoller, dass man halt, sage ich mal, wenn man einen Großteil der Funktionen benötigt, dass man eben gleich auf so einen, Home-Server geht. Das ist ja auch das, was wir empfehlen. Wenn ihr wirklich schön Abläufe steuern wollt, wenn ihr richtig Komfort reinbekommen wollt in euer Haus, kommt ihr an einer Anschaffung eines Steuerungsrechners, kommt ihr nicht vorbei. Das kann jetzt der sein, das kann auch ein anderer sein. Es gibt ja ein paar am Markt. Ne? Also der war... Oder ist das ist einer der ersten und eigentlich auch einer der flexibelsten. Es gibt das meiste Zubehör, gerade in Form von Plugins. Ja. Wer da sich ein bisschen mit Softwareprogrammierung auskennt. So, also das war nochmal ein Update zu dem Gira Home Server 4.7. Die Leute, die den 2er und 3er noch haben, also die Version 2 und 3 noch haben, vom Gira Feller Home Server, jetzt habe ich es nochmal gesagt, ne, weil regional heißt er ja unterschiedlich. Die können halt leider nicht auf die Verschlüsselung
zugreifen. Und ich glaube, da hat für euch dann auch der Hersteller eine Lösung, oder? Denke ich. Ja. Da gibt es eine Lösung. Ich denke, dass da im Hintergrund schon eine Lösung gearbeitet wird. Ganz genau. Es war ja eigentlich schon immer so, dass da jeder Benutzer was davon gehabt hat, von den neuen Funktionen. Genau. Ja, und das ist ein Beitrag zum Home-Server, zum bekanntesten, weit verbreitetsten. Ist ja eigentlich der VW Käfer unter den Home-Servern, ne? Muss man wirklich sagen. Meistverkaufteste Gerät überhaupt. Wenn das Ganze euch Spaß gemacht hat, wenn das euch gefallen hat, ihr hier Nutzinformationen bekommen habt von uns und wenn ihr weiter was von uns in diese Richtung sehen wollt, dann freuen wir uns über einen Daumen, die Glocke nicht vergessen zu drücken und der nächste Beitrag, der kommt ganz schnell, ganz bald. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Und ein Update gibt's noch, Michael. Genau, wir haben noch was vergessen. Und zwar für die Bausteine, hast du vorhin schon angesprochen gehabt. Logikbausteine. Logikbausteine, genau. Da hat sich auch der Sprachumfang ein bisschen verändert. Betrifft jetzt den einzelnen Hausbesitzer eher weniger, sondern den, der es selber programmiert. Der hat jetzt mit den Logikbausteinen hat einen deutlich größeren Sprachumfang und ist jetzt auch ein bisschen in Richtung... Sprachumfang, ja, musst du vielleicht noch erläutern. Was meinst du mit Sprachumfang? Ja, es wird intern der Baustein vom Home-Server in der Hochsprache programmiert, sage ich mal. Und da hat sich jetzt der Sprachumfang ein bisschen geändert, beziehungsweise ist jetzt eine Hochsprache möglich, genau. Und was wir noch vergessen haben für die Optik, das sieht dann nämlich der Hausbesitzer doch. Es ist jetzt möglich, die freie Visu auch mit HTML5, CSS und JavaScript zu programmieren. Also full responsive, war genau. Ja bisher nicht möglich. Also doch ein paar Neuerungen. Also fassen wir vielleicht nochmal zusammen die Neuerung mit dem Update 4.7. Ich habe eine sichere, verschlüsselte Verbindung. Genau. Zwischen alle Verbindungen. Genau. Ich habe einen erweiterten Sprachumfang. Betrifft dann eigentlich komplexere Logikgeschichten, wenn man irgendwelche Fremdsysteme anwenden will. Und es gibt ja Leute, die Verfechter der freien Darstellung, Visualisierung, genau, sind. Also das kann dann auf verschiedensten Geräten sein, auf 19 Zoll, ja, 27 Zoll, was auch immer, wie groß das ist. Genau. Und da kann man halt dann, ja, der kann sich jetzt full responsive. Mit alle Webtechnologien, die im Webseitenbau verwendet waren, kann er sich jetzt die Oberfläche zusammenbauen. Genau, weil es gibt ja doch durchaus, ja, so in unserem Umfeld ein paar Leute, die Visus, ja, programmieren. Genau, wo ein bisschen einen höheren Anspruch dann auf die Funktion haben. Oder einen höheren Anspruch auf die Komplexität der Visu haben. So. Das sind dann natürlich solche Möglichkeiten, vereinfachen das Ganze. Ich glaube, wir müssen weiter, Michael, jetzt. Genau. Das war eigentlich noch ein Nachtrag. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.